So, hallo und herzlich willkommen bei Truthblog. Wir fangen heute eine neue Serie an, und zwar investigativ. Das heißt, hier geht es, wie ihr ja auch in unserer Webseite und im Weblog schon gesehen habt, beschäftigen wir uns ja auch mit Kindesmissbrauch, Kinderhandel und den Leuten, die darin involviert sind. Und wir haben heute eine exklusive Zeugin, Ermittlerin und Angeklagte, nämlich die Frau Dr. Thuhl. Und die wird jetzt euch Auskunft geben, wie es im Moment mit ihrem Prozess aussieht und inwieweit sie mit ihren Ermittlungen ist im Kinderhandel, Kindesmissbrauch hier in Rheinland-Pfalz. Okay, ich wünsche euch viel Vergnügen. Was heißt Vergnügen? Ja, viel Wahrheit. Danke. Also, liebe Freunde, ich bin die Dorothea Thuhl, Kinderärztin aus Hermeskeil, ehemals Hermeskeil, jetzt in Wittlich. Und nachdem Birgit Doll und ihr ganzes Team sich so für mich eingesetzt haben, habe ich gedacht, statt der Voicemails, die immer rausgegangen sind, dass ich, glaube ich, jetzt endlich auch mal ein Gesicht zu dem Namen geben sollte, damit ihr auch wisst, wer ich bin und was ich mache. Ich bin seit 25 Jahren Kinderärztin. Ich habe 7 Jahre in England gearbeitet und auch beide Fachärzte in England und Deutschland gemacht und habe in England schon eine Ausbildung gemacht im Kinderschutz. Und war auch als Gutachterin schon an englischen Gerichten tätig. Das habe ich jetzt in Deutschland weitergemacht. Ich bin also seit fast 20 Jahren im Kinderschutz aktiv und habe ein Ausmaß an Kindesmissbrauch erlebt, der also wirklich bis hin zum rituellen Missbrauch von Kindern passiert. Am Anfang konnte ich es nicht glauben, weil es für mich auch selbst als Kinderarzt unvorstellbar war, dass man einem Menschen so viel Gewalt und Schmerzen zufügt, besonders wenn er klein und verletzbar ist und überhaupt schutzlos ausgeliefert ist. Und ich habe mich immer gefragt, wie Menschen zu sowas fähig sein können. Das war so der Anfang meines Engagements. Ich habe für die katholische Kirche irgendwann in Trier angefangen zu arbeiten und den Kindesmissbrauch mitbekommen. Ich glaube, man muss niemandem mehr erklären, was der Missbrauch in der katholischen Kirche bedeutet. Ich habe nur im Laufe der Jahre festgestellt, dass hier ein Netzwerk existieren soll oder sehr stark den Verdacht bekommen, dass hier ein pädophiles Netzwerk innerhalb der Kirche und Verbindungen zur Justiz in Trier, vor allem der Staatsanwaltschaft, der Justizbehörden und eben auch der Politik existiert. Und dieses Netzwerk verdichtet sich immer mehr auf ganz bestimmte Personen und Namen, die ich mittlerweile auch den internationalen Ermittlungsbehörden mitgeteilt habe, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass außerhalb Leute einsteigen gucken, denn das wird hier in der Region viel zu sehr vertuscht. Man hat ja mitbekommen, was mit mir gemacht worden ist über die Jahre. Ich habe Gerichtsprozesse noch und nöcher, kriege eine Strafanzeige nach der anderen. Das ist übrigens immer derselbe Polizeibeamte in Hermeskeil, der die Anzeigen unterschreibt. Jetzt in dem Prozess, den wir gerade erlebt haben in Hermeskeil, waren es, glaube ich, insgesamt 11 Strafverfahren. Offiziell natürlich alles nur wegen eines Verkehrsunfalls. Aber was sehr schön zu sehen war, eben, dass plötzlich auch Strafanzeigen von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dem Justizminister von Rheinland-Pfalz, Herbert Mertin, und eben dem Innenminister Roger Lewens sowie dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gegen meine Person wegen Beleidigungen im Internet auch Gegenstand des Verfahrens ist. Ich habe zwar Trennung der Verfahren beantragt, weil ich finde, dass Beleidigung im Internet nichts zu tun hat mit einem Verkehrsunfall. Die Vorsitzende Richterin hat das aber abgelehnt. Und es war eine sehr turbulente Gerichtsverhandlung. Natürlich wieder mal ein Psychiater geladen, das ist jetzt der 4. Und ich habe aus den Aufzeichnungen, auch den Prozessakten gesehen, dass da seit Monaten hinter meinem Rücken konferiert wird,
zwischen dem psychiatrischen Team aus dem Gesundheitsamt und auch den Staatsanwälten in Trier, wie man mich denn am besten und am längsten in die Psychiatrie einweisen könnte. Es gipfelte dann darin, dass Ende Februar ein Termin zur Anhörung angesetzt wurde, der weder verfahrenstechnisch adäquat ist, für einen Autounfall zu verhandeln, aber der eben angewendet wird, nicht öffentlich, bei Bewährungshilfeverfahren in Jugendstrafsachen. Und da ist mir dann endlich geklickert, wie die Justiz mit Jugendlichen, besonders Heimkindern, verfährt. Und wie schutzlos diese Leute, die Kinder, diesen Leuten ausgeliefert sind, wenn die Täter im System sitzen, in der Justiz. Und darauf ist mir es auch angekommen. So, der Termin letztes Mal im Ende Februar nicht geklappt und wurde dann neu eingesetzt, jetzt auf den Freitag, den 23. April. Man muss schon sagen, erstens mal hat die Polizei mich aus der Wohnung rausgeholt. Ich hatte einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin gestellt, weil es dieselbe Richterin ist wie beim letzten Mal. Und ich gesagt habe, wer damals schon solche Fehler gemacht hat, der kann die Qualifikation nicht haben. Ich habe auch keinen Nachweis davon, über die Qualifikation dieser Richterin. Was übrigens ein großes Manko in Deutschland auch ist, weil man offensichtlich überhaupt kein Qualitätsmanagement für Staatsanwälte und Richter führt. Das heißt, wenn ich als Beschuldigter überhaupt mal wissen will, ob der Richter, der da am Richtertisch sitzt, überhaupt Jura studiert hat oder eine Ernennung zum Richter hat, wird das sehr schwierig zu kontrollieren. Und ich finde es einfach wichtig, wenn ein Kind in einem Heim verschwindet oder man in einem Gefängnis oder einer Psychiatrie, dann sollte man doch das Recht haben, das zu prüfen. Das stimmt, ja. Also es war eine sehr, sehr turbulente Verhandlung und es kam im Laufe der Verhandlung eben zur Sprache, dass ein Hausdurchsuchung letztes Jahr in meinem alten Haus stattgefunden hat, die nur mündlich angeordnet wurde, aber nie schriftlich dokumentiert wurde. Die Überwachung meines Facebook-Accounts angeordnet wurde, auch nur mündlich, auch nie schriftlich dokumentiert und begründet wurde. Die psychiatrischen Gutachten angeordnet, aber nie schriftlich dokumentiert worden. Das ist jetzt der vierte Psychiater übrigens, der gerade aufläuft. Und das alles im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall? Ich denke, das alles mit dem Zusammenhang, dass ich festgestellt habe, dass wir eben ein sehr verdächtiges pädophiles Netzwerk innerhalb der Justiz haben. Es geht hier um einen Kinderheimbetreiber, der mal am Landgericht Trier und am Amtsgericht Hermeskeil war, und einen Staatsanwalt und seine Ehefrau, bei denen der ganz dringende Verdacht besteht, dass sie Mitglieder einer Freimaurerloge sind, die in Trier existiert. Wir haben die Beweise. Wir wissen auch, dass ein Hermeskeiler Ehepaar die Gründer dieser Loge sein sollen oder sehr wahrscheinlich sind, und dass auch da eine Verwandtschaft zu gewissen Personen, die in Chile leben, bestehen könnte. Also wir haben eben den Verdacht, oder wir fragen im Moment die Justiz, welche Verbindungen es zwischen dem Heimbetreiber und dem Staatsanwalt und der Richterin gibt. Der Heimbetreiber hat in kürzester Zeit über 100 Kinder akquiriert aus ganz Deutschland. Er hat geschlossene Kinderheime mit desaströsen Zuständen. Ein Kinderheim soll gebrannt haben. Ein 14-jähriger Junge soll Selbstmord begangen haben durch Erhängen. Das Personal ist überhaupt nicht ausgebildet. Die Kinder sind zum Teil in geschlossenen Heimen mitten im Wald, werden von der Schule abgemeldet, sodass kein Mensch mitkriegt, was da überhaupt passiert. Und ich bin dabei im Moment, wir haben die Justizbehörden halt dann ganz gründlich durchforscht. Wir haben festgestellt, dass wir hier keine Hilfe kriegen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, die internationalen Behörden, auch die amerikanischen Behörden, einzuschalten. Und der Hauptgrund dafür war eben auch dieser Skandal um den NATO-Bunker in Traben-Trarbach. Denn da war klar, dass da über viele Jahre vieles vertuscht wurde bei dem Datenmaterial, das da sichergestellt worden ist. Ich kann nur sagen, dass der Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer, der da jetzt die Ermittlung leitet, damals Staatsanwalt
oder leitender Staatsanwalt in Trier war und ich sehr viele Missbrauchsfälle erlebt habe, auch sexuellen Missbrauch, die nicht geschützt wurden, obwohl sie der Staatsanwaltschaft bekannt waren, auch den Gerichten und den Jugendämtern. Und ich habe aus dem Grunde eben einen Brief geschrieben an das LKA und darum gebeten, dass eben Jürgen Brauer nicht die Untersuchungen leitet. Was dann aber schief ging? Ich weiß nicht, ich bin ja nicht Entscheidungsträger, aber ich habe denen auch nur erklärt, warum. Ich habe auch viele Fälle und Namen von Kindern genannt. Ich habe auch von diesem Heimbetreiber berichtet, das ist eine desaströse Erfolgsbilanz. Von 82 Kindern 2011 schon gingen gerade mal 9 zu den Eltern zurück. Das ist eine Rückführquote von vielleicht 10-11%, normal ist 88-90%. Teil der Kinder wurde ins Ausland verlegt. Also es ist schwerst verhaltensauffällige Kinder und niemand hat jemals was unternommen. Ja. Niemand. Von den Kindern hat man auch nichts mehr gehört, nein. Überhaupt nichts mehr. Also ich habe vor 4-5 Jahren, da war eine Veranstaltung in Hermeskeil, da berichtete eine Mitarbeiterin vom Jugendamt Trier-Saarburg, dass da an 3 Wochenenden in Hermeskeil 12 Kinder, in Wicklich 15 Kinder und in Down 15 Kinder in Obhut genommen worden waren, immer alles am Wochenende und dass kein einziges der Kinder zurückgegangen ist zu den Eltern. Und damit war klar, dass das ein organisiertes, effizientes Netzwerk innerhalb der Justiz sein muss, ja. Und dass es in immer größerem Maß abläuft. Das hat die Frau auch gesagt. Sie hat gesagt, es wird immer schlimmer. Also wir arbeiten ja mit, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Kinderschützen, den Verein, der sich ja auch eben um aus den Familien geholte Kinder kümmert, die möglichst wieder zurückzubringen. Aber dass das hier in Rheinland-Pfalz so extrem oder exzessiv betrieben wird, denke ich, ist den anderen Mitgliedern auch noch nicht bekannt. Ja. Ich denke, ich mache es ja auch schon jetzt fast 15 Jahre. Und je länger ich eben damit zu tun hatte, desto mehr ist es offensichtlich geworden. Und je mehr ich auch Gutachten geschrieben habe für die Eltern, desto klarer ist das auch zutage getreten. Ja. Es sind viele Kinder, die nie ins Heim hätten kommen müssen. Auch Eltern, die zu Unrecht beschuldigt werden, Kinder zu misshandeln, missbrauchen, wo auch überhaupt kein Gerichtsprozess stattfindet, um überhaupt mal die Frage zu klären. Ja. Und es gibt andere Fälle von Kindern, wo es dringend nötig wäre, dass sie in Obhut genommen werden und wo nichts passiert. Da passiert nichts. Nichts. Ja. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast ja eben erzählt, dass die ganze Geschichte an einen angeblichen Autounfall gekoppelt ist. Ist das eine Sache, die dir untergeschoben wird? Ist das künstlich inszeniert worden, um dich zu kriegen? Oder? Na, ich will mal so sagen, ich habe ja bei Gericht jetzt den Antrag einer Ortsbesichtigung gestellt, um der Richterin klarzumachen, dass die Zeugenaussagen nicht stimmen können. Es muss Beweismaterial existieren durch Videoaufzeichnungen vor Ort, die die Polizei auch hat. Es gibt eine Beweis-CD, die die Staatsanwaltschaft hat, die mir aber vorenthalten wird. Mhm. Ja? Und schon der Aktendeckel trägt den Namen eines anderen Menschen und sonstige Dinge. Also, interessant. Es sind so viele Dinge, die da geklärt werden könnten. Ja. Und die Richterin will es nicht klären, beziehungsweise sie will nur die Zeugen vernehmen. Sie will auch die Verfahren nicht trennen, weil wir mittlerweile auch festgestellt und auch bewiesen haben, dass mein Facebook-Account, mein E-Mail gehackt ist, eben auch von Mitarbeitern des Amtsgerichts Trier und Hermeskeil. Mhm. Und auch das versucht die Justiz zu vermeiden. Ich habe also mehrfach Anträge gestellt, dass mein Facebook kontrolliert wird, weil ich gesagt habe, ich glaube, dass da irgendjemand sich illegal über meine Hotmail-Adresse eingehackt hat und dann eben irgendwas geschrieben hat. Und mir das dann unterzujubeln. Mein eigenes Facebook wurde dann auch sofort gelöscht. Das heißt, ich habe bis heute nicht mal die Möglichkeit gehabt, zu kontrollieren, ob sie überhaupt stimmen. Ja. Frau Dreyer hat mir die Anzeige geschrieben, ich hätte sie als Nazi-Hinkebein beschimpft. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihr geschrieben, dass sie doch bitte mal erklären soll, wie eine Ministerpräsidentin mit SPD-Büro
in die frühere Gestapo-Zentrale zieht. Warum sie das macht? Interessant, ja. Ja, ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, das ist das schlimmste Nazi-Gebäude der Stadt Trier. Da sieht man ja auch noch die Folterkammern. Ich habe gesagt, wie kann man nur in so ein Gebäude ziehen? Die Staatsanwaltschaft ist übrigens auch da reingezogen, im gleichen Jahr wie Frau Dreyer mit ihrer SPD. Super. Das Gleiche habe ich übrigens auch damals mit der Bundesjustizministerin Katharina Barley gemacht. Die hatte auch ihr SPD-Parteibüro da drin. Steht ja auch noch oder stand damals auf den Schildern. Ich habe es ja fotografiert. Ich habe auch gesagt, das muss man sich vorstellen, dass die Bundesjustizministerin damals in einer Gestapo-Zentrale ihr Büro hatte, SPD-Büro hatte. Und ich finde das einfach eine Schande. Das ist es. Und dass die Ministerpräsidentin nichts Besseres zu tun hat, als mir dann eine Anzeige an den Hals zu hängen und zu hoffen, dass ich da in eine Psychiatrie eingewiesen werde, das ist schon erschreckend. Ja, die Anzeige von dem Jens Spahn, wie ist die zustande gekommen? Der ist beleidigt gewesen, ich weiß gar nicht warum. Ach so, ja, die Anklage von Frau Dreyer war auch sehr interessant. Das ist eine Anklage wegen einer Straftat nicht definiert, was ich noch viel besser finde. Also, aber zumindest haben wir es jetzt öffentlich an einem kleinen Amtsgericht. Wie gesagt, 4 Polizeibeamte haben mich in meiner Wohnung abgeholt und wirklich nach Hermeskeil gefahren. Es waren ungefähr 20 Polizeibeamte. Zeugen waren ja da, 4 Polizeieinsatzwagen, also 2 Mannschaftswagen, 2 normale. Ich finde das für einen Verkehrsunfall unverhältnismäßig. Ist sehr aufwendig. Ja? Ja. Und Justiz und Polizei, Mitarbeiter waren weder aus Hermeskeil und auch woher die sonst kamen, wussten wir nicht. Ich habe dann gefragt, auch im Sitzungssaal, ob und wer das überhaupt angeordnet hat. Die Richterin hat natürlich gesagt, dass sie die polizeiliche Sicherheit angeordnet hat, aber dass da so viele Leute kommen, das wäre sie nicht gewesen. Ich habe dann gefragt, ja, wer denn dann? Ja, das war die Direktorin des Amtsgerichts, Frau Schmitz-Falkenberg. Aber die hätte das dann delegiert an jemand anderen. Ich habe gesagt, ich möchte wissen. Das ist unverhältnismäßig und das finde ich auch bedrohlich, wenn man da als einzelne Person wegen eines Verkehrsunfalls so einen Aufwand betreibt. Und das ist ja schon das zweite Mal. Das war Ende Februar. Genau das Gleiche. Genauso viele Leute. Und da hat man es ja versucht, nicht öffentlich, heimlich zu machen. Mit einem illegalen Verfahren. Und ich meine, jetzt wird es Zeit. Die Öffentlichkeit hat es mitgekriegt und fängt an, Fragen zu stellen. Wer das angeordnet hat, wer es von der Polizeiseite aus umgesetzt hat, ist nämlich auch nicht klar, ob das Hermeskeil wirklich oder sonst wer war. Und ich denke, so geht es einfach nicht mehr weiter. Der nächste Termin ist am 14. Mai jetzt angesetzt. Ich habe den Psychiater wieder abgelehnt. Ich habe gesagt, es geht ja nur um die Schuldfähigkeit bei mir. Und ich habe gesagt, wenn ich schuldig gesprochen werde, dann kann ich damit leben und Verantwortung übernehmen. Aber ich möchte, dass erstmal die Schuldfrage geklärt wird. Richtig. Dass alle Beweise und Gegenbeweise offengelegt werden. Ja. Und Menschen dann schuldig oder unschuldig zu sprechen. Und dann kann ich immer noch über ein psychiatrisches Gutachten reden. Aber aus den Akten, die ich habe, ist ganz eindeutig zu erkennen, dass die Justiz an verschiedenen Kliniken herumgesucht hat, wer mich denn wie lange unterbringen könnte. Und danach erst jetzt, wo dieser Psychiater gesagt hat, ja, wir können sie nehmen, dass dann plötzlich ein Gerichtstermin angesetzt wird. Und das ist eben nicht das Verfahren. Es geht andersrum. Das heißt also, wenn man Schweinereien der führenden Elite rausbekommt und die öffentlich machen will, dann geht man in die Klapse. Mehr oder weniger. Naja, ich meine, ich bin natürlich auch Corona-kritisch. Das, was Frau Dreyer und der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Michels, machen, ist nicht legal. Das ist kriminell. Das ist ein Missbrauch und eine Folter, besonders von Kindern. Ja. Und ich habe auch dem Herrn Michels damals das schon geschrieben. Daraufhin hat er mir ja schon den einen Psychiater vor die Tür gestellt, unangemeldet. Das hat leider nicht geklappt. Aber dann kam jetzt die nächste Psychiaterin im Oktober, die war auch von Herrn Michels geschickt, also vom Gericht dann in Herrn Michels Behörde bestellt, so rum. Und die hat kein Gutachten geschrieben, hat aber sich im E-Mail-Verkehr ausgetauscht mit dem Richter, wie man das denn am besten drehen könnte, dass ich mal ein paar Wochen verschwinde. Und jetzt habe ich es halt schriftlich. Sehr erstaunliche Praktiken. Ja.
Aber ich denke, ich mache das jetzt seit 15 Jahren mit und wir haben ja auch im Vorfeld so ein bisschen gesprochen. Ja, ja. Ich denke, wenn es die Menschen interessiert, mal zu verstehen, wie das alles überhaupt zustande kam. Es ist eine lange Geschichte. Bei mir fängt sie an Mitte, Ende der 90er Jahre in Gloucester mit Rosemary und Fred West. Deswegen machen wir eine Reihe da draus, ja. Weil das ist auf einmal dann zu viel für die Leute, weil sie müssen jetzt erstmal das schlucken, mhm. wie hier mit Recht umgegangen wird, ja. Gerade hier in Rheinland-Pfalz, ja. Weil das sind ja schon, eigentlich Bretter vorm Kopf, ne? wenn man sich vorstellt, man geht zum Gericht und landet dann hinterher in einer Gummizelle, ist das etwas sehr komisch. Ich denke einfach, worauf es mir ankommt, sind einfach A zu sagen, wir haben überhaupt kein Qualitätsmanagement in Deutschland, keine Qualitätsprüfung, ob Richter, Staatsanwälte ein abgeschlossenes Studium haben und wann sie zum Richter ernannt worden sind oder Staatsanwalt. Wir haben auch kein Qualitätsmanagement über Weiterbildungen, die die machen, beziehungsweise auch die Anzahl der Prozesse und die Qualität der Prozesse, die sie führen, mhm. was ich eigentlich genauso wichtig finde. Ich habe gesehen, mit welcher brutalen Art mit den Jugendlichen in den Kinderheimen verfahren wird, die nicht geschützt sind. Ja. Und dass das alles nicht öffentlich läuft mit solchen Bewährungshilfeverfahren und Jugendstrafen. Nicht? Und wenn sie Täter innerhalb der Justiz haben und die dann auch noch später als Richter vor den eigenen Opfern sitzen, dann haben diese Kinder keine Chance. Das ist wohl wahr, ja. Und der dritte Punkt ist eben auch, dass man, so hat es ja auch der eine Anwalt mir bestätigt, dass wenn Richter oder wenn Staatsanwälte es darauf abzielen, einen Menschen für schuldig zu sprechen, dass das dann ein beliebter Trick ist, so hat der eine Anwalt es ja wörtlich auch gesagt, dass dann ein beliebter Trick ist, Verfahren dazu zu hängen. Und mit den Anzeigen wegen Beleidigung im Internet ist das heute problemlos möglich. Die werden dann zusammengelegt mit einem anderen Verfahren und dann hat man keine Chance mehr auf Freispruch. Und das geht auch nicht. Nee, das ist richtig. Hat man denn überhaupt, ich sag mal, als Angeklagter die Möglichkeit, die Fähigkeiten der Richter zu erfragen über seine Anwälte? Oder? Ja, das ist eben das Problem. Man kann über das Justizministerium die Anfrage stellen, aber ich habe noch nie eine Antwort gekriegt. Aber es ist auch kein kontinuierliches Übersichtssystem da. Und ich finde, das sollte man installieren. Das ist so mein Ziel. Also gibt es auch im Internet keine Möglichkeit zu recherchieren, wo der oder die Richterin ihre Prüfungen abgelegt haben, so wie das bei Rechtsanwälten ist? Da kann man es ja nachschauen. Ja, oder bei der Ärztekammer. Ja, ich habe das Handbuch der Richter, das zensiert wird von den Datenschutzbeauftragten. Da wurde mir aber gesagt, das ist auch nicht unbedingt Vorschrift. Wie gesagt, die Justizministerien sind die, die es Auskunft geben müssten, aber der Justizminister hat mich angezeigt. Ja. Also, schon sehr verdächtig. Ich habe jetzt nochmal geschrieben, ja. Also man muss einfach abwarten. Ich habe damals im Gespräch mit meinem Anwalt gesagt, sag ich, wenn ich jetzt einfach mal so dreist bin und mir einen schwarzen Mantel anziehe und mich auf den Richtertisch hocke, da wird kein Mensch mich fragen, ob ich Richter bin oder nicht. Richtig, ja. Und er hat gesagt, ja, im Prinzip ja. Ja. Super, da kann ich ja jeden da hinsetzen, ne? Den ich vorher gekauft habe und der dann das Urteil so spricht, wie ich es brauchen kann. Ja, und wenn ich dann eine Freimaurerloge habe, so wie es wir halt im Moment mit Sicherheit in Trier haben, wir haben auch die Belege, auch das Haus, wo die ihre Treffen haben. Also ich habe mal gehört, dass es sich da irgendwie um die Rosenkreuzer handelt. Das ist so? Das ist die Truppe. Das ist so. Ja, die sind und das ja sind eben ohne. Leute, die nicht gerade froh sind, dass die Frau Thul da auf der Matte steht. Glaube ich. Aber eine andere Frage, diese ganzen Recherchen, die Sie, du ja machst, seit Jahren, ist das ein Team oder läuft das alles alleine? Wie überprüft man das? Also ich sage jetzt nicht, mit wem ich arbeite, weil ich auch niemanden soll ja auch nicht. Aber es ist halt einfach so, dass im Laufe der Jahre offensichtlich wurde, dass man in der Justiz keine Unterstützung kriegt. Ja. Und von dem, was wir bis jetzt sagen können, ist es ein Netzwerk aus Illuminaten, Freimaurern, in dem eben hochkarätige Ärzte, Professoren an Unikliniken, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter sind, und zwar in ganz Deutschland. Also bis in die Politik rein und in die obersten Etagen, kann man sagen. Wo soll man hingehen, wenn man merkt, dass es so ist? Ja.
Und ich hatte ja letztes Jahr von Frag doch was, die Leute da das Thema und den Alexander gerade. Und ich habe gesagt, wenn ihr da nicht anfangt aufzuräumen, in der Justiz auch, und es ist nicht nur die Politik, dann braucht man im Kinderschutz nicht reden. Und ich habe gesagt, die schlimmsten Täter, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren Staatsanwälte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Und wir sehen die Fälle in Lüchte, in denen so viel Beweismaterial aus einer Asservatenkammer verschwindet. Ja. Wir sehen die Fälle in Münster, wir sehen das in Bergisch Gladbach. Und das wird von den Ministern immer so hingestellt, als ob das Ermittlungspannen sind. Aber in dem Ausmaß kann das nicht das mehr sein. Denke ich auch, das ist gezielt schlampig gearbeitet worden. Ja, oder Täter, die eben Beweismaterial vernichten, sagen wir ja. es mal so. Ja. Ja. Inwieweit, weil du sagtest vorhin, du hast jetzt internationale Leute oder Hochkarätige eingeschaltet. Inwieweit werden die denn tätig hier? Oder inwieweit können die tätig werden? Also das musst du die Leute fragen, die es jetzt weitermachen. Aber ich habe selbst auch mehrfach noch an Präsident Trump geschrieben, als er noch im Weißen Haus war. Ja. Und ich weiß auch, dass die Informationen, die ich gegeben habe, angekommen sind. Also, weil ich ganz klar gesagt habe, es ist hier so schlimm, die Politik. Ich meine, wenn man sich, ich habe über den Bunker in Traben-Trarbach recherchiert und bin eben darauf gestoßen, dass Thomas de Maizière da offensichtlich mit drin hängt und die Bundeskanzlerin auch. Mhm. Und dann wissen sie einfach, das kann man als kleiner Bürger nicht mehr alleine machen. Und ich habe das abgegeben und habe gesagt, das müssen jetzt andere Leute weitermachen. Ja. Ja? Und dass Thomas de Maizière im Sachsensumpf drin hängt und wenn man dann sieht, dass der größte Kinderporno-Bunker weltweit da verkauft wird ja. an einen Drogenhändler und er da auch schon wieder beteiligt sein soll oder der Verdacht dringend ist, dann wird es Zeit. Es wird Zeit, dass man mit der Regierung aufhört. Ja, wirft dann doch erhebliche Fragen auf, ne? Ja. Ja, ja. Und die Frau Thul dann in der Klapse verschwinden zu lassen. Ich denke, da bin ich auch sehr froh drum, auf die Öffentlichkeit, die angefangen hat, nachzudenken. Und das wollte ich auch jetzt am Schluss nochmal sagen, dass ich mich bedanke bei all den Menschen, die aufgewacht sind, die verstanden haben, worum es hier geht und die auch begriffen haben, dass sich was ändern muss. Ja. Ich denke, wir haben in einem Punkt einfach ein bisschen geschlafen oder wir haben einfach so eine Obrigkeitshörigkeit als Deutsche oder auch so. Ja, muss man ja auch irgendwie so eine Vertrauensseligkeit gehabt in die Justiz. Und die man auch nicht, es soll ja auch nicht sich enttäuschen und ändern, aber es ist halt leider passiert. Ja. Und mir ist es auch so gegangen, dass wäre ich nie mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt oder in die Auseinandersetzungen reingeraten, hätte ich auch nie geglaubt, dass es so ist. Dass ja. die Strukturen so sind. Und wenn Ihnen ein Anwalt sagt, auch Frau Thul, man kann jedem Verfahren ein Gutachten anhängen, und dann bei jedem Verfahren, dass ein Schattengutachter plötzlich dasteht, das kostet ja auch immer 3.000 Euro. Und ich habe halt auch gesagt, es tut mir leid, aber jetzt werde ich nicht mehr bezahlen. Ja. Nicht? Ja. Das ist ja noch die nächste Frage. Wie viel Geld wird da eigentlich abgezogen? Und bei den Eltern ist es so, bei den Jugendlichen, die dann in die Heime kommen, die werden wirklich erpresst mit der Aussage, entweder du machst das Gutachten oder du siehst deine Kinder nicht wieder. Und das geht auch nicht. Das geht nicht, ne. Nee. Also mit Recht hat das hier nicht mehr viel zu tun. Das muss man leider feststellen. Nein. Und mein Plädoyer ist auch, dass die ganzen Jugendstrafsachen, dass das öffentliche Verhandlungen werden müssen. Ich meine damit nicht, dass Kinder, die misshandelt oder traumatisiert sind, in der Öffentlichkeit über ihren Missbrauch oder ihre Erfahrungen reden müssen. Das soll schon noch in geschützten Rahmen machen. Aber die Verhandlung an sich mit dem Urteil der Richter, das muss öffentlich sein. Ja. Denn da haben sich auch sehr, sehr miese Tricks eingeschlichen, wie man die Täter schützt und mit Bewährungsstrafen davon kommen lässt und die Opfer hinten runterfallen. Aber das werde ich dann gerne ein andermal ausführlich erklären. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du den Mut hattest, so an die Öffentlichkeit zu gehen, diesmal mal mit Bild, dass die Leute sich auch mal vorstellen können, wer da eigentlich so für das Recht kämpft, ja, auch für die Kinder kämpft. Danke dir dafür und freue mich aufs nächste Mal, wo wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Mal den Anfang der Geschichte aufrollen. Genau, dass wir da mal wirklich eine Chronologie hinbauen, dass die Leute das nachvollziehen können.
Also vielen, vielen lieben Dank an dich. Bis zum nächsten Mal.